deine Auferstehung als Anbruch der neuen Welt Gottes. Halte unseren Hunger wach nach dem wahren Brot des Lebens, das du selber bist. Und richte uns aus auf das kommende Gastmahl in deinem Reich, zu dem wir alle geladen sind. Sei du unsere Speise auf dem Pilgerwegen des Lebens, heute, alle Zeit, bis in deine Ewigkeit hinein. Amen. Und seine heiligen Hände, er dankte dir, er brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso, und aber nach dem Mahl diesen Kelch mit Wein. Er dankte wiederum, er reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.